Trägst du eine Brille und möchtest sie endlich loswerden? Dann schau dir dieses Video bitte bis zum Ende an, denn ich gebe dir hier konkrete Tipps und Tricks mit an die Hand, die du machen kannst, die du anwenden kannst, um deine Sehkraft optimal zu verbessern, wo du eben entsprechend deine Brille komplett loswerden kannst, deine natürliche Sehkraft verbesserst und bis ins hohe Alter auch schützen kannst. Denn anders wie die meisten Menschen glauben zu wissen, ist unser Auge nämlich kein Sinnesorgan, was sich irgendwie abnutzt, sondern es ist tatsächlich ein Sinnesorgan, welches sich nur durch äußere Umstände und natürlich auch durch falsche Anwendungen verschlechtert. Und eine falsche Anwendung, da reden wir wirklich von einer Brille, die uns das Sehen tatsächlich abnimmt, unsere Augenmuskulatur und unser Sehen weiter schwächt. Wenn du aber deine natürliche Sehkraft verbessern möchtest, habe ich konkrete Tipps, die ich mit dir jetzt teilen möchte. Denn du kannst deine Sehkraft verbessern und das kannst du ganz einfach machen mit Augentraining. Das Augentraining ist jetzt nicht nur, dass du einzelne Übungen machst. Nein, das Augentraining teilt sich auf mehrere Säulen auf. Wir haben zum einen, ganz wichtig ist unsere Ernährung. Ja? Sprich, haben wir zu viel Zucker im Blut, haben wir zu unausgewogene Ernährung, dann kann sich das negativ nicht nur auf unseren gesamten Körper auswirken, sondern auch auf unsere Sehleistung. Denn Zucker blockiert viele wichtige Vitamine, die wir einfach brauchen zum starken Sehen. Und durch zu viel Zucker reduziert sich unsere Sehkraft immer weiter. Und natürlich auch, wenn wir uns unausgewogen ernähren, also sprich zu wenig Vitamine nehmen. Ja, Vitamine sind elementar wichtig für unseren gesamten Körper, aber wie gesagt entsprechend auch für unsere Augen, um einfach optimal arbeiten zu können. Du kannst es wirklich so vergleichen wie mit so einer Tankanzeige von einem Auto. Wenn die Reserven leer sind, ja, dann fährt das Auto keinen Meter mehr. Und so funktioniert unsere Sehkraft auch. Wenn die Reserven leer sind, dann kann unser Auge nicht mehr optimal funktionieren und deswegen ist es unbedingt notwendig, diese Reserven aufzufüllen. Im Detail ist das noch sehr, sehr umfangreich, deswegen habe ich unterhalb des Videos mal mein kostenloses Buch verlinkt. Das kannst du dir einfach mal downloaden. Dort habe ich dir übersichtlich, komprimiert alle meine Tipps zusammengefasst, die du auch wirklich für dich in den Alltag umsetzen kannst. Die Gewohnheiten, wie man sich selber vielleicht vorstellen kann, haben einen sehr, sehr großen Input in unsere Augengesundheit, aber natürlich auch, wie gesagt, auch da in unseren restlichen Körper. Zum Beispiel können negative Gewohnheiten sein, Alkohol und Rauchen. Das würde ich zum Beispiel empfehlen, möglichst komplett einzustellen. Wie gesagt, das schädigt nicht nur unseren gesamten Körper, sondern auch unsere Sehkraft, reduziert unsere Sehleistung und im schlimmsten Fall entwickeln sich dadurch sogar Augenkrankheiten. Also sprich, sowas wie grauen Star oder grünen Star können dadurch leichter entstehen. Aber auch wenn jemand jetzt beispielsweise nicht raucht oder nicht Alkohol trinkt und trotzdem viel vor Bildschirmen sitzt, reduziert sich die Sehkraft einfach, weil wir zu sehr in einem Bereich uns ja aktiv aufhalten. Also wir bewegen uns quasi nur in eine gewisse Distanz und schauen gar nicht mehr so viel in die Ferne und dadurch reduziert sich einfach diese Sehfähigkeit, in die Ferne scharf zu gucken. Weil diese Funktion, diese Fähigkeit wird nicht mehr oft benutzt und dadurch verkümmert sie sozusagen. Und wir müssen sie quasi mit dem Augentraining wieder ein bisschen aktivieren. Sprich, da kannst du einfache Gewohnheiten ändern, dass du öfter mal aus dem Fenster schaust oder einfach mal beim Spazieren vielleicht nicht aufs Handy guckst. Oder wenn du in der Bahn sitzt, einfach mal aus dem Fenster schauen. Ja, das kann zum Beispiel helfen. Aber natürlich kannst du auch mit der dritten Säule, und zwar mit den Übungen, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, deine Sehkraft noch gezielter und genauer verbessern. Denn diese drei Bausteine sind wirklich elementar wichtig, um deine Sehkraft langfristig zu verbessern und auch, dass die bis ins hohe Alter auch gut und stark bleibt, denn tatsächlich ist es nicht unbedingt notwendig, im hohen Alter oder auch jetzt schon eine Brille zu tragen. Denn das Augentraining ist nämlich eine alternative Möglichkeit, um einfach seine Gesundheit zu verbessern. Mein Buch Mehr Sehkraft ohne Brille kann ich dir hier an dieser Stelle nur noch mal empfehlen. Ist wirklich dort alles nochmal zusammengefasst, komprimierter, auch worauf du achten solltest, zum Beispiel wenn du ein Blutbild machst, welche Werte wo sein sollen, wo du genau herausfinden kannst, hast du da ein Defizit oder wie würde es vielleicht idealerweise aussehen. Und so kannst du dann genau wissen, auch anhand von Werten, nicht nur vom Optikerwert, ja, von deinem Sehtest, sondern auch von Blutwerten und anderen Werten, die einfach stimmen müssen, damit nicht nur dein Körper gesund ist und wie gesagt, sondern auch deine Augen. Und wenn dich das interessiert zum Thema Augentraining oder auch generell alternative Medizin, lass doch gerne ein Abo da, gib auch gerne einen Daumen nach oben, wenn dich das interessiert. Schreib mir auch gerne einen Kommentar,